Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Soul-System-Bewohner. Ich grüße euch herzlich. Da ist er wieder, der Bancake mit Civ 6 und den Sumerern, die ihre Anfangsgeschichte erleben mit euch, mit mir. Mein Beileid an der Stelle nochmal ausdrücklich. Und wir sind heute bei der Folge 3 angekommen, am 3.1.2021, nach gregorianischem Kalender. Beinahe hätte ich es falsch rum aufgesagt, so gedenglischt, wo es nicht hingehört. Großartig. Und es ist so, wir haben beim letzten Mal so die ein oder andere Sache erlebt. Uns hat das Spiel wie immer mal etwas getrollt. Wir haben in den Rücken Barbarendörfer gekriegt, wir haben dämlichen Krieger verloren. Besser gesagt, ich war dämlich und habe nicht aufgepasst. Sowas kommt durchaus vor. Ich stehe zu meiner Dämlichkeit, die gehört genauso zu mir wie meine Nase. Und die lasse ich mir auch nicht umoperieren, versprochen. Und nun, wir wollen jetzt ein bisschen weiter aufs Spiel eingehen und ziehen jetzt mal auch ein bisschen das Tempo an. Und wenn da neue Inhalte kommen, wie beim letzten Mal auch, gehe ich ein bisschen detaillierter drauf ein. Ja, ein paar Sachen solltet ihr auch noch selber rausfinden. Alles will ich ja nicht verraten. So, oh, ein Speer. Ein Speer eines KI-Fraktions, mit der wir jetzt neutrale Beziehungen haben, stellt keine Bedrohung für uns dar. Ja? Also da könnt ihr schon mal beruhigt sein. Der macht uns nichts, der richtet nichts Übles bei uns an. Ja? Solange der uns keinen Krieg erklärt. So, wunderbar. Danke, Buenos Aires, dass du hier keine Aktion gemacht hast gegen dieses Dorf. Kann ich jetzt auch nichts mehr tun. So, was haben wir denn da im Norden alles Schönes? Ja. Ich habe schon mir fast gedacht. So, wir haben jetzt noch Mexico City gesehen oder aufgedeckt. Das ist ein weiterer Produktionsstadtstaat. Da bin ich vorher noch nicht drauf angegangen. Die sind immer für Produktion von der Farbe. Die sind immer für die Wissenschaft. Die sind fürs Militär. Ja? Dann gibt es noch für Glauben und es gibt auch noch für Wirtschaft Stadtstaaten. Ich hoffe jetzt nichts vergessen zu haben. Hier wollten wir noch hier ein kleines Looky-Looky machen. Ja. Akkad ist eine echt schöne Stadt. Ne? Ja. So, der da wollte zurück, weil wir in einer Bedrohungslage sind. Daran kann ich mich so gerade noch so erinnern. War ja nur am gleichen Tag, nicht wahr? So, und schon wieder eine Runde vorbei. Nicht vergessen, dieses Barbarenlager, das ist noch im wahrsten Sinne des Wortes ein Dorn mir im Auge. Das tut recht weh, wenn ich mir das angucke. Ein furchtbarer Verlust. Die Witwen trauern noch heute um ihre Männer, die dort verloren gegangen sind. Und unser Stadtstaat, unser ist er sein, nur nicht. Und der Stadtstaat, den wir kennen, der hilft uns jetzt hier ein bisschen auch, wahrscheinlich aus egoistischen Gründen, das Barbarenlager im Norden. Naja, sagen wir so, an einen besseren Ort zu schicken, das sagt man oder redet man den Leuten zumindest ein. Auch noch zu dieser Zeit ist das so. Und da wollen wir doch mal freundlich mitmachen. Einmal tun wir das. Denn was wir nicht riskieren wollen, ist das, und da achtet ein bisschen drauf, dass er die nicht mehr so weiter runter zeckt, da die HP, ja, dass der kurz vorm Abnippeln ist. Ja, dann läuft dieser Typ rein, nimmt sich den Bonus mit. Gerade wenn ihr Sumerien spielt, ist es nicht in eurem Interesse, dass KI-Fraktionen oder auch Stadtstaaten die Bonis abgrasen. Ja, das lasst bitte sein, das ist ziemlich nice, wenn man die das supporten will, lasst es einfach. Aus Gründen. So, nun gut, der Krieger kann jetzt hier nichts mehr großartig Interessantes machen. Die ganzen schönen... Wir sind echt eingeengt am Anfang, das sage ich euch. Wir müssen da runter, um mal ein bisschen nachzuschauen, ob wir da irgendwo noch siedeln können. Wir haben echt ein kleines Problem. Wir haben eine riesen Wüste hier auf der Karte. Wieso und weshalb, weiß kein Mensch. So ist der Planet halt. Und diese riesige Kisilkum-Wiese, Wüste macht uns natürlich das Spiel ein bisschen zunichte. Ja, wir müssen jetzt echt aufpassen, wohin siedeln wir als nächstes. Yala ist schon mal nicht so optimal und hoffentlich finden wir noch einen halbwegs ansprechenden Siedlungsgut. Klar, hier kann man auch nochmal rüber siedeln, aus meiner Meinung. Ja, hier sind auch nochmal ein paar coole Sachen. Hier haben wir ja auch freigeräumt vor kurzem. Da hatten wir ja auch hier Barbaren besiegt. Das sollten wir auch nochmal forcieren. Also ein bisschen Möglichkeiten haben wir schon noch, aber so maximalen Platz würde ich sagen, eher nicht. Der Handwerker kann nichts tun, denn das gebe ich immer noch. Noch kann er nichts tun. Der kommt jetzt zum Bewachen von unserer Südgrenze und dann schauen wir uns da oben mal an, was als nächstes passiert. So, wie ihr gesehen habt, ist es jetzt diesem Krieger nicht gelungen,
den Barbarensperrträger zu töten. Und das ist unsere Chance. Jetzt aber mal bitte mit Hirn an. Guckt mal drüber, könnt ihr das schaffen? Und ich sage ja, der Balken ist danach weg. Ich fände es manchmal nice, wenn man das sehen würde, dass es so ein garantierter Kill ist. So mit so einem kleinen Totenkopf. Liebe Ziff-Programmierer, macht das doch einfach mal. Macht da so ein Overlay drüber mit so einem Totenschädel, wenn der garantiert drauf geht. Ja, wäre echt geil. Würde manchmal eine Entscheidung mitnehmen, weil was einem jetzt mega ärgern würde, wenn der mit so einem gefühlten HP, so einem Viertel, Hundertstel, Tausendstel HP übrig bleibt und ja, dann kriegt die Stadt den Bonus. Das möchte ich nicht. Aber ich bin überzeugt, aufgrund meiner Erfahrung, auch jetzt die Kampfstärken, wenn man die vergleicht, der Schaden ist extrem hoch, der ist im roten Bereich, deswegen auch minus 8 als beschädigte Einheit bekommt der jetzt. Und es steht schon 25 zu 23, unsere Soldaten sind also stärker als sie, zwar nur wenig, aber stärker. Attacke! Upsa! Autsch, das hat wehgetan! Und Kabums! Die Gefahr vor den Toren von Uruk wurde gebannt. Die Barbaren sind vertrieben. Es gab drei fette Zeitalterpunkte. So, jetzt steht hier. Und jetzt kommt er. Doch, ich hatte doch vorhin recht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall-Overlay war oder es waren zu viele Pop-Ups in der letzten Folge. Die Dorfbewohner, nein, die Barbaren teilen ihnen die Geheimnisse ihrer gut organisierten Gemeinschaft und die sind mystische Barbaren gewesen, die, keine Ahnung, ich vermute mal an diesem nördlichen Eis immer gelutscht haben und haben so ein Eis am Stiel schon gehabt vor allen anderen und das war mystisches Eis, ja. Ist ausbaufähig, meine Theorie, das ist mir durchaus klar. Kann man jetzt auch nichts sagen, ne? Ah, das fanden die toll. Interessant, haben uns ein Like für den Kill gegeben, vermute ich, oder eher für dieses Heureka, eher für das Heureka, denke ich. Nur gut, auch recht, einmal ein Like von Mexico City, freut mich. Ich freue mich natürlich auch über eure Likes, aber habe ich schon mal erwähnt. So, als nächstes, der Speer, wo geht der jetzt hin? Ich setze ihn jetzt hier oben in den Wald hinein, da gucken wir mal, was wir aufdecken. Ich sage immer, Contouring ist A und O bei dem Spiel. Schaut euch an, wie sieht euer Kontinent aus, wie sieht euer Umfeld aus und deckt auf diese Art und Weise so schnell wie möglich auf und so viel wie möglich, um halt fundiertere Entscheidungen treffen zu können, wo man hinsiedelt oder es lieber bleiben lassen sollte. Oder, keine Ahnung, wo du Truppen brauchst. Viele, sehr viele, verdammt viele. Es gibt die unterschiedlichsten Partien, die wir, ihr werdet sehen, auch in Zukunft, das wird immer lustig zusammengewürfelt. Und ja, daher kann man nicht den perfekten Playstyle empfehlen. Den gibt's einfach nicht. Und das finde ich auch gut so, das spricht für das Spiel oder spricht für ein Spiel, wenn es so ist. Und ja, von daher, keine Frage. So, jetzt tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte verlassen die Leute den Maisanbau und widmen sich dem maximalen Pferden. Ich will diese Nahrung zwar, hat diese nahrungstechnisch keinen Bonus gebracht, aber auch den Produktionsbonus von nochmal plus 2. Insgesamt ist das für mich jetzt das beste Feld. Jetzt kann auch Uruk endlich anfangen zu glänzen. Und man sieht ja auch hier, Yala hat ja recht schnell sogar eingeholt, weil die halt hier schon allein nur drei Nahrung haben. Das habe ich jetzt mal gelassen. Ganz bewusst habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Ich will auch, dass dieser Schleuderschütze gebaut wird. Ja, ich will jetzt hier nicht nur wachsen in der Stadt. Das ist einfach so mal das, was ich möchte. So, die Handwerkskunst. Blablabla, hören wir uns nicht an. Kriegen wir nur Kopf, wenn man immer zuhört. Es sind ein paar lustige Sprüche dabei, gar keine Frage. Ja, so, also. Jetzt fragt uns das Spiel wieder, weil wir eine kulturelle Sache fertig haben, können wir jetzt unsere Regierungsform ändern. Wir haben eine Kultur erforscht. Klingt ein bisschen komisch. Ich sage euch, ich lasse es so, wie es ist. Mir gefällt das so, wie es ist. Ich möchte da nichts Neues. Wenn ihr was Neues dazu bekommt, befindet sich rechts oben ein kleines Ausrufezeichen über eurer Karte, würde ich sie nennen. Für mich sind es einfach so Karten, Boosterkarten, Regierungskarten. ja, dass ihr einfach Bescheid wissen, seht ihr, was neu dazugekommen ist. Ganz kurz, im Kulturbaum. Ich habe die Weisheit nicht im Löffel gefressen. Ganz, ganz klar noch einmal, ne? Das Universum ist Riesenkopf, guten Morgen, ja. Das Universum ist riesengroß, mein Kopf ist sehr klein, wie man gerade eben deutlich festgestellt hat. Und in diesem Zusammenhang kann ich euch nur eins sagen. Ich persönlich gehe immer sehr früh aufs frühe Reich.
und auf das Staatsdienertum, um damit die politische Philosophie freizuschalten, weil damit könnt ihr eine bessere Regierung bekommen, die größere Bonis bringt, und meistens, sage ich euch, ist das das, was ihr fokussieren solltet am Anfang. Die politische Philosophie befindet sich jetzt hier am Anfang der Klassik in diesem Spiel. Ist jetzt egal, ich sage jetzt mal nichts dazu. Auf jeden Fall sehr gut, werdet ihr brauchen. Also forciert das, aus meiner Sicht. Zu fast jedem Zeitpunkt. So, ich hätte jetzt sogar normalerweise jetzt schon nächsten Siedler eingeschoben. Das muss ich überlegen. Der würde 9 Runden dauern. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Wir bauen jetzt noch einen Siedler. Wir müssen etwas wieder gut machen, was wir das letzte Mal verhagelt haben. Wir kriegen jetzt bald noch einen Bürger, werden dann wieder ein bisschen mehr weiter wachsen. Und den werden wir recht eilig hier runter schicken. Ich weiß, hier ist viel Wüste und so. Wieso willst du das denn machen? Wieso jetzt da nicht da oben hin? Ich sag, hier haben wir ein paar Luxusgüter in der Nähe. Oder 2. Um genauer zu sein, aber egal, ich will jetzt noch eine neue Siedlung haben, die sich in der Nähe jetzt von Uruk befindet. Denk, das ist die richtige Entscheidung. Hallo, du Mörder. Und ja, dann machen wir das einfach auch mal. So, hier geht's weiter, das Contouring. Schön, wie wir wieder weiter aufpinseln hier, dass ich die ganze Sache, wir dröseln hier nun langsam die Geländefelder auf. Oder besser gesagt, wir decken sie auf. Der kann immer noch nichts machen, der kleine Kerl. Den haben wir übrigens auch wegen dem Mod bekommen. Ne? Das sind halt die Bonis, die die KIs bekommt. Ne? Diesen Handwerker nach Gründung der Siedlung. Das gibt bei der dritten Siedlung nicht mehr. Da ist das, ist dieser Spaß vorbei. So. Ja, und den habe ich ja gebaut, damit wir in der kleinen Stadt Uruk einen Vorteil bekommen. Ja, als Nahrung. Jetzt ist es so, ein Händler. Wenn der soweit produziert ist und dran ist, kann der in eine andere Stadt gehen und dort Handel betreiben mit den Gütern, die man so hat. Das ist ein Festwert, der wird festgelegt, weil bla. Ist auch egal. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier, wohin er könnte. Ja? Je nachdem, wie weit die Städte von ihm entfernt sind, ist es relevant und entsprechend braucht er entsprechende Rundenanzahl. Was ich bis heute noch nicht verstanden habe, ist, also ganz ehrlich, wenn das mir einer beantworten kann in den Kommentaren, ich würde so froh sein. Denn normalerweise ist es so, dass der Händler einmal in eine andere Stadt hinfährt und einmal wieder zurückfährt. Und dann ist der Handelsroute etabliert und fertig. Bei dem allerersten Mal, wie wir das jetzt gleich machen, fährt er das doppelt. Ich weiß nicht warum. Das muss mir mal bitte einer erklären. Wenn das einer weiß, bitte in die Kommentare reinhauen, damit ich endlich beruhigt dein eigenes Tages ableben kann mit dieser Information. Ich glaube, ich kann nicht ableben, bis ich nicht das weiß. Ja. So, also, ganz kurz. Ich wollte das Wachstum forcieren. Es klingt nicht viel, eine Nahrung. Eine Nahrung ist nicht gerade mega viel, aber besser als nichts. Deswegen werden wir hier rüber zu uns den Händler schicken und der wird eine Straße bauen, was uns die Bewegung verbessert. Ja, das Dorf habe ich übersehen. Gut, Dennis, sehr gut. So, und dann einmal rüber. Oh, jetzt kennt ihr auch noch meinen Namen. Na, ist ja auch egal. So, kann ja mal passieren. So, der Krieger wieder zurück, der war ja erfolgreich. Und nächste Runde. Und ihr seht ja, jetzt legt er los, der kleine Händler, und baut seine Route. So, diesmal werden wir anders vorgehen. Wir haben die Astrologie abgeschlossen. Der Mount Napier ist nun aktiv und kann jederzeit ausbrechen. Ja, vielen Dank, Spiel, für diese Information. So, Technologie. Astrologie haben wir abgeschlossen. Wir werden jetzt das Segeln machen. Ermöglicht Handwerkern das Wassern. Und Schiffchen können wir da bauen. Denn hier sind Meeresressourcen, die hätte ich dann gerne mal irgendwann angeschlossen, wenn sich dann auch die Grenzen dahin ausdehnen sollten. So. Dann wird das auch geklärt. So, der optimale Siedlungsstandort für unseren Siedler. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wupp. Könnten auch den Zeiten, ja. Das machen wir. Hier gibt es so einen ein oder anderen Boni. Ich glaube, ich weiß, wo ich dieses Städtchen hinstelle. Ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Es wird irgendwo in diesem Dreh rum sein. Kann man sagen, Mensch, da ist aber schon ganz schön viel Wüste, Pancake. Pass doch mal ein bisschen auf, da könntest du auch ein fruchtbares Gebiet
gehen, ja, würde ich gerne, aber aus der Mangelung von Alternativen werde ich das machen und ich kann und ich hoffe, dass ich da noch die ein oder andere Technologie im Laufe des Spiels bekomme, was die Wüste macht oder nicht so miserabel für mich, als so miserabel darstellt, ja. Oh, jemand hat ein Level abbekommen, das ist aber nett. Ja, oh, gut, dass ich jetzt hier auch diese Truppen zurückschicke. So. Jetzt bin ich mutig. Ich greife an. Der hat ein Level up, dadurch kriegt er ja auch, heilt er ja auch HP. Wir töten jetzt den Schleuderschützen des Feindes, der Barbaren, und riskieren diesen Angriff auf dem Flachland. Ja, ich hoffe, dass er durchhält, weil dann kann er mit seinem Level up sich ja auch nochmal direkt heilen. Das wäre nicht so verkehrt. Daumen drücken. So, den verschanzen wir hier, der bleibt hier. Da wollen wir ja siedeln als nächstes. Dort oder in einem ähnlichen Feld. Der Krieger kommt wieder in die Heimat. Erfolgreich zurück. Machen Sie Pause in unserem wunderschönen Ziggurat. Wo ist der dritte Bürger hingehüpft? Nee, ich will, dass ihr weiter wächst. Dann dauert zwar eine Runde. Ja, vier Runden, aber weniger bis zum Wachstum. Nee. Ihr sollt erstmal weiter wachsen. So. Also etwas, man sollte es immer mal wieder überprüfen, besonders in der Anfangszeit. Später ist es vielleicht nicht mehr so relevant, dass man jede Stadt dauernd immer dreimal reinkontrolliert. Sage ich euch ganz ehrlich, ist nicht notwendig. Ja, wir haben überlebt. Aber am Anfang solltet ihr das schon noch kontrollieren. Ansonsten ist es sehr gut gemacht von den Entwicklern. Hier, Schlachtruf wieder. Ansonsten ist es sehr gut gemacht von den Entwicklern. Kann man echt gar nicht meckern, motzen. Die Bürger setzen sich schon so, wie ihr das einstellt, eigentlich. Eigentlich. Manchmal hat man so die ein oder andere Vorstellung, will etwas ein bisschen anders haben oder das Spiel kapiert es nicht so ganz, was du eigentlich von dir ihm willst. Das gibt es immer wieder. Das ist normal. Man kann nicht alles erwarten. Also dass das Spiel weiß, wie du denkst, das wird erst in ein paar Jahrzehnten funktionieren. Oder ein paar Jahrhunderten, je nachdem, wie das hier weitergeht insgesamt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir halten uns ja ein bisschen mit politischen Statements zurück. Ah, guck mal hier, Leute. Suizid, er hat den Freitod gewählt, der Krieger. Wie schön! Er ist einfach auf unseren Krieger zustürmt und er war nur noch ein paar wenige Mann. Naja, das hat ihm dann auch wirklich sein Leben gekostet. Ich nehme es dankend an, klar, und sage tschö mit Ö zu dem lieben Freund. Ein toter Barbar ist in diesem Spiel definitiv ein guter Barbar. Geschichtlich gesehen ist es ganz schön schwierig zu sagen, dass es überhaupt jemals Barbaren gegeben hat. Ja, also nur weil die Römer eine super Propagandamaschine hatten, heißt es noch lange nicht, dass es Barbaren gab. Ja, dieser Begriff kommt so ein bisschen schon aus dieser Antike, aus dieser Zeit und auch die Römer und andere Völker natürlich entsprechend für ihre Propaganda genutzt. Ja, also Barbaren. Ja, ich bin auch Germane und ich lebe auch in der Nähe von einem Wald. Deswegen überfalle ich nicht einfach irgendwelche Menschen dauerhaft, sondern ich lebe mein Leben, mache hier Let's Plays für euch. Also ganz beruhigt bei mir. Ich beiß immer erst ab 23 Uhr und meine Frau sagt, oh Mann, das ist ein bisschen mehr so ein Knabbern als ein Beißen. Von daher, ne, wenig Panik. Ja, mir gegenüber, vor allem digital, dass ich durch den Bildschirm gehüpft komme, ist relativ unwahrscheinlich. So, relativ. Nicht ausgeschlossen, aber relativ unwahrscheinlich. So, meine lieben Freunde, genug des Geblubber und Gesabber. Wir werden jetzt hier einen Kornspeicher bauen. Wir wollen mehr Wohnraum, wir wollen ein bisschen mehr Nahrung in dieser Stadt. Ich muss jetzt abwägen. Baust einen Moment, baust einen Kornspeicher. Ich baue ein Monument. Ich sehe, habe ja schon 3 von 5 Einwohnern, will ein bisschen mehr Platz haben. Jala soll wachsen, Jala soll gedeihen. Und von daher machen wir das auch. Und wir haben noch einen kleinen Schleuderschützen. Und dieser Schleuderschütze darf jetzt zu dem Dörfchen laufen. Hallo, Schleuderschütze. Das kann ins Auge gehen, sage ich bei denen immer. Und die wollen das ja auch. Und hier mache ich weiter Contouring. Schön an der Grenze lang. Da hat auch jeder seine eigenen Vorstellungen, wie man das macht. Ich will mich immer gerne orientieren können. Der Krieger, da ist auch noch ein bisschen, das war eine Beschäftigungstherapie. Eigentlich müsste ich in der Nähe behalten. So, falls das Spiel wieder... Nein, lass ihn rücken. Aber das Leben auf See ist besser. Ja, falls das Spiel wieder meint, mir in was einen Rücken spawnen zu müssen.
sollte man immer so ein bisschen seine Städte und auch ja, Städte, Siedler, bla blub blub, immer bewacht lassen. So, die Bewässerung nehme ich jetzt auch nochmal mit. Und ja, die kann man auch immer gut gebrauchen für entsprechende Dinge, wie zum Beispiel ja, Plantagen anzuschließen und so weiter und so fort. Deswegen kommen die jetzt einfach nochmal fröhlich mit. So. Der Speer. Oh, der Speer sieht einen Schleuderschützen. Autschi, kumbumba, autschi. Ich habe mal wieder zu schnell zu weit rausgeschickt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz was überprüfen. Wann dehnen die sich in welche Richtung was aus? Okay, zu dem Steinbruch in einer Runde. Dann kannst du ja schon mal dahin gehen. Ist auch gut, bevor das Akkate bekommt. Der Schleuderschütze geht da lang. Der Krieger. Ja, wir müssen das Barbarendorf da unten loskriegen. Wir werden nicht drum rumkommen, um eine weitere Einheit zu bauen. So fürchte ich. Wir wollten ja eh kriegerisch spielen. Nun denn, dann lass uns das tun. Oh, trotz unserer Unfreundlichkeit am Anfang sagt mir Mbanza Nzinga, in Kürze sollte meine Handelsdelegation mit einer Menge Fufu ankommen. Lasst es euch schmecken. Ich könnte es googeln. Aber liebe Leute, was ist Fufu? Kann man das essen oder kommt es irgendwie, sage ich mal, aus dem norditalienischen Fluss? Ihr wisst schon, was im Körperteil ich da rede. Ja, sind wir jetzt unhöflich? Ja, wir essen mal das Fufu. Ohne zu wissen, was es ist. Auf geht's. Ja, doch. Käsebacken geht alles. So, wunderbar. Einmal Fufu angenommen. Und tatsächlich hat er uns jetzt Gold geschickt. Und wie es bei Geschenken so üblich ist, in der guten menschlichen Tradition, du gibst mir 25 Euro, ich gebe dir 25 Euro, schicken wir ihm jetzt 25 Gold wieder zurück. Unsere eigene Delegation mit was auch immer, ja? Oh, er sagt, eure Handelsdelegation ist in meiner Hauptstadt eingetroffen und wurde mit offenen Armen empfangen. Hoffentlich kein Achselschweiß. Ich danke euch für eure Geschenke. Super, bitteschön, du Stockträger, du. Ach, ich finde aber seinen Helm so schön. Ich hätte so gerne so, die über die Ohren geht mit den Federn im Winter. Das ist auch ein etwas, was ich Alleinstellungsmerkmal nennen würde. Hier in Europa, ne? Für alle so Hipster, so, ne? Guck mal hier, wenn ihr in Berlin unterwegs seid, so eine Mütze, nur über die Ohren drüber. Den Stock dazu. Solltet ihr machen. So, jetzt gehen wir weiter. So, weiter schön hier entlang. Denn, ja, Dörfchen! Und ein unbewachtes Barbarenlager. Boni, 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 Boni. Die wollen wir natürlich einstecken. Und ein Dörfchen. Man darf ja auch mal Glück haben dürfen. So, und jetzt ist das auch noch auf Jana rübergegangen, auf den Steinbruch. Sehr schön. Den werden wir auch gleich anschließen. Edgy Badge Akkad. Ihr schön durch die Kiki-Kakakugi-Wüste. Ich könnte mir auch merken, wie sie heißt, mache ich aber nicht. Aus Gründen. Mein Festplattenspeicher ist dann ziemlich voll. Da geht nicht mehr viel rein. Und was da drin ist, ist auch meistens Garbage Data, ne? Oder Rubbish. Oh! Hallo! Das ist ja großartig. Wir haben eine Frontier Pass. Zivilisation getroffen. Es ist Babylon, angeführt von Hammurabi, der Heureka-Jäger, wie ich ihn auch immer nenne. Ihr habt ja gehört, was er so ungefähr gesagt hat. Nein, ihr habt es nicht verstanden? Klar, er sagt, ich fülle meine Lagerhäuser mit Korn und meine Brunnen mit Wasser. Die Götter segnen meinen Namen Hammurabi. Hallo, so mein Freund. Naja, du hast ja einen schönen Eimer auf dem Kopf. Wir haben jetzt wieder diese gleichen Möglichkeiten, ihm zu antworten. Möchte ganz kurz erwähnen, im Background hier diese wunderschöne Artwork von einem typisch babylonischen Gebäude. Und wir sagen, jetzt ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Zudem bin ich aus irgendeinem Grund jetzt nett. Und er fragt uns nämlich jetzt Folgendes: Kommt und seht die Pracht von Babylon und seinen Gärten. Die Wüste blüht vor Leben. Behauptet er zumindest, ich fand sie ziemlich karg. Und trotzdem sage ich, wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Das ist ein freundliches Betrachte Treffen. die Vergangenheit, die großen Veränderungen. Klappe. Das ist ein freundliches Treffen. Wir haben die kulturelle Eigenschaft des frühen Reiches entwickelt. Das ist schön. So, das würde ich euch grundsätzlich empfehlen. Dann seht ihr auch ein bisschen, wo befindet sich diese KI.
Und die hat sich natürlich jetzt dieses Dorf geschnappt, berechtigterweise, das Barbarendorf, und zieht dann schon mal die erste Stadt in ihren Standort. Hier haben wir dann sozusagen unser Wonka Wonka gemacht mit denen. Oder unsere Gesandten. Wir haben hier keinen Spaß. Und ja, dann sieht man einfach diese Stadt. Kennt sich da ein bisschen aus. Kriegt man ja Berichte zu Hause. Und hat diese wundervolle Zivilisation getroffen. So, das frühe Reich haben wir jetzt. Jetzt gehen wir noch aufs Stadtdienertum. Wie hier haben wir jetzt auch einen Gouverneurtitel verdient. Könnten hier noch einen Gouverneurtitel bekommen. Das wollen wir auch haben. Die beiden Geheimgesellschaften will ich nicht. Deswegen werde ich jetzt Pingala auch nochmal weiter befördern. Und jetzt hier auf ein Wissenschaft pro Runde für jeden Bürger in der Stadt auswählen. Denn wenn du, sage ich mal, nur 3 oder 4 hast und dann halt 3 Bürger hast, wie wir jetzt gleich wieder haben werden, dann ist es natürlich relevant und wird natürlich schon mächtig sein, von 3 auf 6 oder 8 Forschung zu kommen, ist schon eklatant. Also die Forschung zu verdoppeln, ist einfach nur empfehlenswert, ne? Aus Gründen. So, und jetzt kommt der Siedler nicht dahin. Ich finde es dann jetzt doch ein bisschen zu nah dran. Ich will hier noch ein bisschen die Luxusgüter abstauben, denke ich. Es ist halt mit Gips auch wieder nur Gips und Gips und noch mehr Gips. Ja, aber ich will jetzt eine in der Nähe sich befindende Stadt haben. Einfach um ein bisschen mehr Wachstum und mehr Wachstum zu haben und mehr Einnahmen zu generieren insgesamt. Deswegen wird jetzt hier eine Stadt gebaut. So, und jetzt kommt ein Element zu Trage. Wir haben einen Obelisken gebaut. Besser gesagt, hier dieses Monument für euch, die ihr zuschauen müsst und dürft. Und aufgrund dieser Tatsache können wir jetzt unsere Stadt einmalig einem Helden widmen. Und zwar suchen wir uns die jetzt hier am besten immer in der Übersicht aus, große Persönlichkeiten und Helden. Und dann gibt es die Helden. Und ich werde jetzt am Anfang einen holen, den ich sehr schätze. Ja, das ist der Maui. Maui kommt natürlich nicht eigentlich aus unserem Kulturkreis, wird aber jetzt in unser Spiel, in unserem Kulturkreis sein. Denn zum einen kann er 30 Runden lang leben. Wir haben ja den Bonus, unser Volk, dass unsere Helden noch länger leben. Das werden wir gleich sehen. Er hat 3 Fortbewegungen, hat 30 Nahkampfstärke. Das übersteigt natürlich bei weitem einen Krieger. Um 10 Punkte, wie viel Prozent es sind, könnt ihr euch selbst ausrechnen. Er ist agil, er ignoriert also Fortbewegungsmalus auf Wald oder Regenwald. Auch gar nicht so verkehrt, kommt also schneller voran. Und er hat Mauis Einladungen. Es ist ein Halbgott, Maui. Und das können wir einsetzen, wenn ihr euch an einem leeren Geländefeld befindet, das nicht in unserem Besitz ist. Maui erzeugt eine zufällige Bonusressource oder ein Luxusgut auf dem Geländefeld. Also keine strategischen Ressourcen. Ne? Das kostet ihm eine Ladung und beendet dann seine Runde. Ja? Eine Ladung hat 4, das kann er 4-mal machen. Und damit werde ich jetzt unsere Umgebung von der Hauptstadt und von unseren anderen Städtchen verschönern. Und ich glaube, da habt ihr nichts dagegen. Hier ein bisschen Gott zu spielen. Dazu müssen sich jetzt unsere Bürger etwas anstrengen und alle daran glauben, dass es diesen Maui gibt. Und ich hoffe, auch ihr macht mit. Drückt fest die Daumen, dass in 2 Runden Maui entstehen wird. Ja? Und dann klicken wir das auch an, dass das eben so eintrifft. Es ist ein Wettrennen mit den Helden. Sage ich euch gleich. Jeden Held gibt es nur ein einziges Mal. Hat man ihn geclaimed, gehört er dir. Das noch dazu erwähnt. So, dieser Handwerker macht jetzt noch einen schnellen und schönen Steinbruch. Hat die Produktionszahl erhöht. Das ist gut. Das hakele ich auch sogar an. Das finde ich super. Das sollen sie bitte bleiben. Ja. Weiter geht es. Unser Schleuderschütz. Und ihr seht jetzt hier übrigens unser wunderbarer, fleißiger Händler. Hat ein Bett im Kornfeld hier wunderbar gebaut. Also man kann nicht sagen, Brücken fehlen noch. Soweit sehen wir noch nicht von der Technologie. Man muss noch durchs Wasser durchwarten. Aber so ist das eben. Ein Blick auf die Uhr verrät mir unweigerlich, leider Gottes, dass wir jetzt schon so gut wie vom Ende sind. Wir machen noch eine Sache, unsere Regierung, ob wir da noch was ändern möchten. Das tun wir jetzt nicht. Ich will immer noch ein gewisses Pantheon haben. Dazu komme ich dann in der nächsten Folge. Und sag jetzt mal,
vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Das war jetzt erstmal meine letzte Folge von Civ 6 mit unseren Sumerern. Wir machen natürlich beim nächsten Mal fleißig weiter und schauen uns dann mal an, wie funktioniert so ein Held, was kann der Held? Und ich freue mich auf euch, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr wisst ja, das Like-Gehasche, jeder kann es liken. Liken, abonnieren finde ich super und ich freue mich wirklich auf Kommentare. Ich gehe auf alle ein, sobald sie von YouTube freigegeben worden sind. Schauen wir das an, was ihr noch so für Gedanken, Ideen und Wünsche habt. Versucht dann auch in den nächsten Folgen darauf einzugehen, das ist ja wohl ganz klar. Und ja, sagt dann erstmal fröhliche Sternenreise in unserem kleinen, doch kaum überschaubaren Universum. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.